Erfolgreich sich im Golf hinzustellen, hat nichts mit dem Körper zu tun, in direkter Weise. Jetzt, was meine ich damit? Leute, die sich so hinstellen und denken, sie haben sich richtig ausgerichtet, die gehen hier falsch vor. Die haben etwas nicht verstanden, was wir Pros tun, um bestmöglich Golf zu spielen. Es geht also nicht um diese Position. Wir zielen nicht unseren Körper. Wir zielen den Schläger und stellen uns anschließend richtig zu der Ballziellinie hin. Also, zuerst kommt die Schlagfläche und dann stellen wir den Körper zu der gewünschten Ballzielrichtung richtig hin. Das ist die korrekte Reihenfolge und hat also nichts damit zu tun, wie man sich hier hinstellen soll. Leute, die das machen und anschließend hier runtergehen, die werden sich nicht richtig ausgerichtet haben. Das könnt ihr selber testen. Wenn ihr das so macht und anschließend einen Schläger runter macht an die Füße, dann werdet ihr sehen, dass hier die ganzen Einstellungen nicht stimmen, weil, wie gesagt, es geht nicht um den Körper, weil ich könnte geradeaus spielen, mich so hinstellen, ohne Probleme. Ich könnte mich so hinstellen und geradeaus spielen, ohne Probleme. Der einzige Nachteil hätte ich aufgrund dieser Positionierung oder dieser Positionierung, dass ich keinen vollen Golfschwung machen kann. Wenn ich einen vollen Golfschwung machen kann, dann würde ich das Gleiche hier einfach mit so einem Setup machen, damit ich mich bestmöglichst um mich drehen kann, um den Ball dahin zu bekommen, wo ich gerne möchte. Gut, in diesem Sinne, wir haben einen wichtigen Tipp heute. Es geht also nicht um den Körper, es geht immer um das Wichtigste, um die Schlagfläche und sich danach bestmöglich dazu zu der Ballziellinie hinzustellen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, beim Besserwerden. Und wenn du denkst, dass du es kannst, dann komm es doch vorzeigen. Ich freue mich darauf. Leite dieses Video einem Freund weiter, wo du denkst, ja, der geht immer noch so vor. Kleine Unterrichtshilfe dort. Und bedanke mich für ein Abonnement, ein Feedback unten. Und wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg beim Besserwerden. Bis zum nächsten Video. Tschüss.